dachte, ich bin leichter. Schönen guten Morgen hier aus Schweden. Wir sind weitergefahren. Es ist Mitte Januar. Ja. In Schweden ist der Schnee angekommen. Yeah! Wurde endlich mal Zeit. Ja, in Deutschland versinken sie im Schnee und hier war bis jetzt noch nichts, ne, in Südschweden. Nee. Ja, wir sind im Nationalpark. Hier, so heißt er. Genau. Wisst ihr Bescheid? Und der ist bekannt für seine Flüsse hier, die überschwemmen wohl regelmäßig und da gibt es eine bestimmte Flora und Fauna, nur hier, das ist ganz besonders in Schweden. Weil hier die nördliche Fauna und Flora mit der südlichen Flora und Fauna aufeinander trifft. Ja. Also hier ist die Linie zwischen zwei unterschiedlichen Regionen quasi. Ja. Gibt es ganz viele Vogelarten, es soll wieder Luchse geben, Auerhähne und sonstiges und eben Stromschnellen hier durch den Fluss und sowas. Das ist hier auch so wie Moor teilweise oder so eine Auenlandschaften, Überschwemmungsflächen und sowas alles und das sind halt, wir sind jetzt halt gerade in einem Delta zwischen zwei größeren Seen und zu dem Nationalpark gehört der eine See noch dazu und Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen wandern. Wir haben gesehen, die Wanderwege sollen eigentlich frei sein. Also hier laufen auch etliche Leute rum, wie man sieht. Wie man jetzt nicht sieht, aber an den Fußspuren sieht man. Ja, wo wir gestern hier reingefahren sind, sind uns ganze Gruppen entgegengekommen. So. Wir übernachten auch hier, das können wir dann auch noch zeigen. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal einen Weg, 3 Kilometer zu so einem Örtchen oder irgendwie. Ne? Und da gucken wir uns das Ganze mal an. Und zu unserer Winterausrüstung sind wir jetzt ganz, ganz doll, haben wir uns nachgerüstet hier, ne? Zählen jetzt hier, zeig mal deine super Spikes hier an den Schuhen und Gamaschen, weil, ne, wenn es nass ist hier, ist nicht so angenehm und wir sind auch schon ein bisschen geschlittert im Eis, deswegen haben wir uns jetzt Dinger geholt. Aber wir merken einen deutlichen Unterschied. Ja, die sind echt super. Ja. Also lass uns mal loslatschen hier. Quatschen wir uns hier noch fest. Und die Gamaschen hatten wir vorher schon. Ja, die haben wir nur noch nie benutzt. Die, nur die Spikes, die wir nachgerüstet haben. Die waren für Südamerika dann gedacht, die Gamaschen. Ja. Haben wir ja nicht geschafft. Nee. Also die Wege sind so ziemlich frei. Es geht halt hier über so Stege immer. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Es knattert halt schön. Und ringsherum ist halt wirklich alles Eis drumherum, ne? Also, und es sieht auch noch nicht so vertrauenswürdig aus, dass man da drauf laufen kann. Deswegen schön vorsichtig. Aber das Licht ist heute wieder herrlich, so. Schöne Stimmung hier. Ja. Macht jedenfalls Spaß. Und so kalt ist es auch nicht. Wir haben vielleicht minus 1 Grad oder so. Es ist echt noch angenehm hier. Aber jetzt muss ich hier aufpassen, wo ich rumlaufe. Also hier hat man auch überall jetzt die Tierspuren, die kommen hier aus dem Wald. Wenn man hier sieht, hier lang. Und dann gehen die immer hier rüber. Hier, wenn man sieht, sind überall ganz viele Spuren. Und die gehen dann davor, davon ist der Fluss. Und da gehen die immer zum Saufen bis an den Fluss ran. Du siehst hier echt ganz, ganz viele Spuren. Interessant hier, aber kein einziges Tier zu sehen leider. Wir müssen mal eine Nachtwanderung machen, haben wir beschlossen. Haben aber kein Nachtsichtgerät. Es fehlt noch in unserer Ausrüstung. Ja. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. Kids, crazy, naive,
It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll. Wir sind jetzt in Büsinger. Büsinger. Läuft es da jetzt? Ich will ja nicht, dass es runtertropft. Nee, das will keiner hier. Und hier sind so die Stromschnellen hier im Fluss, ganz krass. Und hier kann man noch ins Museum, da gibt es hier so ein Naturrum, heißt das. Hier, und dann ist hier so ein Kaffee daneben. Gibt auch irgendwie noch hier so Hotel oder sowas. Ja, Rezeption stand irgendwo dran. Ja, und da, dran. Da steht Raum 90 bis 99 ja. Eben. Also so ein Urlaubsörtchen hier. Ich glaube auch so Tagungen oder sowas finden ja, hier statt, weil das sieht aus wie so ein Tagungshotel. Ja, hier sind auch noch so alte Ruinen von wie so ein Mühlrad oder irgendwas. Wir wissen nicht, wir können es nicht lesen, steht leider nicht auf Englisch oder also einfache Mühlen scheint es nicht zu sein, weil es ist mit Schornstein und sowas alles. Also wahrscheinlich irgendwas. Wir wissen keine nicht. Ahnung. Keine Ahnung, aber sieht interessant aus. Aber echt süß hier. Ja, ja, ich finde das mit den Häusern. Es ist schnucklig. Das ist wie so eine alte Industrie, so 18. bis 19. Jahrhundert, Industriedörfchen. Ja. Eben, es ist echt schön, was man halt auch daraus machen kann. Yes, sieht gemütlich aus jedenfalls. So, wir sind zurück von unserer Wanderung. Insgesamt 5,5 Kilometer sind wir gelaufen. Ja. Wir wissen gar nicht, wir waren so um die 3 Stunden oder so, müssen wir unterwegs gewesen sein, ne? Ja, ungefähr. 5,5. Und jetzt hier wollte ich noch den Schlafplatz. Hier ist der Parkplatz vom Nationalpark. Also einer. Es gibt einer, mehrere. Ja, gibt mehrere Eingänge. Und da haben wir uns einfach hingestellt. Und da vorne ist auch ein Toilettenhäuschen. Also wunderbar. Schön ruhig hier nachts. Ja, im Winter ist es eigentlich gar kein Problem hier. Vorne am Fluss, da sind wieder die Grillplätze. Ja, wunderschön. Da gehen wir gleich hin und machen ein bisschen Feuerchen. Feuer. Feuer. Aber erstmal haben wir jetzt Hunger. Ja. Koch was. Schwedisches Bier ist sehr lecker. Ja, haben wir jetzt schon mehrmals festgestellt. Das hier schmeckt lecker karamellig. Karamellig. Das hier schmeckt lecker fruchtig. Das sind unsere beiden Lieblingsbiere jetzt. Jetzt. Also das ist das erste Mal, dass ich das trinke, aber das ist lecker. Aber ist lecker. Ja. Das ist echt ein Träumchen hier mit dem Fluss, mitten im Winter und hier halb zugefroren. Hier haben wir das Lagerfeuer. Moment, so der Christoph bin ich träumt nicht. Schon davon, hier mal draußen zu übernachten im Schnee. Ja, wenn man die richtige Ausrüstung eben. Hätte. Wenn ich die richtige Schlafsack. Ausrüstung, genau, so richtig schön einfach. Noch nicht mal in der Hütte, sondern wirklich draußen. Im Schnee. Also mit so einem Biwaksack und einem Tarp drüber und sowas alles. Das wäre echt. Müssen wir mal machen. Ja. Aber so viel haben wir jetzt nicht in die Trini gekriegt. Nee. Ja? Aber sowas machen wir bestimmt das auch mal. Das steht auf der Liste, ja. Wir genießen jetzt unseren Abend hier. Ja. Und morgen
wir haben gerade noch ein bisschen uns informiert, weil es hier gibt ja eine Eule und so. Und da haben wir gerade ein bisschen gemerkt, dass wir heute an die falschen Sachen geguckt haben. Ins dichteste Waldgebiet haben wir. Genau, und dann haben wir gerade eben gesehen, dass sie bis zu 60 cm groß ist und eher viel Platz braucht. Deswegen sollte man eher am Wald rangucken und nicht im Wald. Vielleicht gehen wir morgen nochmal auf die Jagd. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und sehen endlich mal was. Genau. Wir haben Zeit, also wir können nochmal schön wandern gehen, wenn das Wetter passt. Genau. Schneit ein bisschen, aber schauen wir morgen mal. Genau, wie es ist. Also, gute Nacht. Bis morgen. So, der zweite Tag hier ist angebrochen im Nationalpark. Wir haben uns entschieden, wir gehen nochmal wandern. Auf der Suche nach einer Eule. Aber eben, hier gibt es so viele Bäume. Und so wenig Eulen im Verhältnis. Und hier muss man aber auch echt aufpassen. Hier auf dem Weg, das ist immer so überschwemmendes Wasser, das gefroren ist. Und wir haben jetzt so 0 Grad und da sickt man da schnell mal ein. Ja, also das ist nicht alles so stabil. Deswegen muss man hier immer so kleine Umwege laufen. Aber macht auch Spaß. Jetzt suchen wir weiter die Eule. Christoph will sein Foto haben. So, jetzt zeige ich euch, hier geht der Weg lang. Seht ihr das? Wie aufgesprungen das alles ist. Deswegen gehen wir hier immer durchs Dickicht hier hinten durch, weil sonst sitzt man eine Etage weiter unten hier. Ist ganz schön gefährlich hier. Und viele laufen ja auch nicht lang, so wie es aussieht. Aber der Christoph geht immer vorne weg. Da bricht dann er zuerst ein. Dann sehe ich ja, ob es sicher ist. Also hier sieht man jetzt ganz gut die ganze Schicht hier. Aber jetzt haben wir gerade gemerkt, wenn man hier eintritt, zack, es ist trocken unten drunter. Da ist gar kein Wasser dran. Aber komm nicht mehr hoch. Ganz interessant, die ganzen Schichten hier. Aber trotzdem weiß man nicht, was drunter lungert. Ne? Also kann mal schnell schief gehen und zack. Hier sind immer so Brückchen. Also man sieht sie auch kaum. Alles vereist hier. Aber herrlich, wenn man hier so schaut. Oh, das ist einfach eine Ruhe hier. Und dieser Schnee. Wunderbar. Gell? Mhm. Traumhaft. Zu sagen, der Christoph schwelgt hier im Schneefieber. Sprachlos heute. Schön. Ja. Ja. Sicher, dass das fest ist? Ja. Weg, wo bist du? Ha? Weg, wo bist du? Da hinten geht's weiter. Oh. Also der eigentliche Weg geht hier irgendwie übers Eingefrorene, aber da gehen wir halt nicht lang. Oh nee, nee. Deswegen gehen wir hier irgendwie parallel. Außenrum. Versuchen uns den Weg zu fahren. Ich warte hier. Ja, mach das. Holst mich dann mit dem Schneemobil, ne? Ja. Ich dachte, ich bin leichter. Also man sieht überhaupt nicht, wo wir lang gelaufen sind. Oh Mann, das Abenteuer heute.
Sandra benimmt sich heute nicht, deswegen muss ich ihren Kopf waschen. Nee, ich wollte gerade sagen, wenn ihr mal wissen wollt, wie der Christoph seine langen Haare unterwegs immer wäscht. Ich dunk nicht mal hier in die Spüle. Dong. Nee, wir haben unsere Wanderung gut überstanden. Wir sind nicht eingebrochen ins Eis. Gab eben schon lecker Essen. Heute, ja, gab lecker Essen. Und jetzt ist Haarewaschtag. Deswegen, wir haben auch eine neue Technik, wie wir unser Wasser hier warm machen. Wir haben ja immer unseren Kocher hier verwendet. Aber wir haben ja eine Standheizung. Das stellen wir immer hier in so einer Flasche. Stellen wir das direkt hier hin. Ups. Vor den Ausgang. Hier so seitlich daneben. Genau. Und da ist es schwuppsiwupp in einer halben Stunde. Wenn wir sie eh anhaben, ja, ist es voll warm. Oder heiß sogar. Ja. Und so waschen wir uns immer und machen jetzt auch Haare waschen hier drin. Deswegen, ich tunk mir jetzt mal hier in die Waschschüssel. Und wir haben die optimale, der Christoph hilft mir immer, gell, haben wir die Prozedur entwickelt. Ich brauche 1 Liter Wasser nur. Lang. Ja, so spart man das. Also, wir sehen uns dann aber morgen. So, guten Morgen. Es hat geschneit über Nacht und jetzt regnet es. Leute, was ist los in Schweden? Wo ist der Winter geblieben? Es sind 3 Grad heute und es regnet einfach. Der schöne Schnee geht wieder weg. Aber es hat man auch wohl im Dezember schon gemerkt in Nordschweden, dass wohl sehr wenig Temperatur, also Minusgrade waren. Und die Seen waren alle noch offen und da sind ganz viele Elche ertrunken, weil einfach die Seen nicht zugefroren waren und die wollten weiter wandern und ja, wegen Futter auch. Und dann sind die wohl ertrunken. Da hat die Bevölkerung dann auch eine Aktion gestartet, um da die Elche zu retten. Ja, naja, schauen wir, was die nächsten Tage so bringt. Wir fahren jetzt weiter hier von unserem Plätzchen und gucken mal Richtung Küste. Aber erst müssen wir noch unser ganzes Spülkram machen. Wir haben hier eine Toilette mit fließend Wasser entdeckt. Da werden wir mal noch ein bisschen spülen und unseren Wasservorrat noch aufstocken und dann geht es erstmal weiter. Wo ist der Christoph? Hallo! Hallo! Putzt schön unser Auto. Gott sei Dank nichts gefroren hier, weil es sind ja Plusgrade, ne? Ja, also los geht's! Miau. Ganz toll! So, hier haben wir schöne WCs und Duschen und jetzt haben wir den ganzen Spül hier schön. Haben wir aufgespart von den letzten Tagen, weil wir wussten, hier gibt es eine schöne Spülstation und alles. Und was ist? Wir haben Winter, hier ist alles zu und jetzt bleibt gestern doch nichts. Gestern war es offen. Ja, vor allem gestern war es noch offen, als wir hier vorbeigewandert sind und alles. Ah, jetzt haben und jetzt alles aufgespart hier und jetzt bleibt nichts anderes übrig, als doch im Kalten hier am Wasserhahn, den wir noch gefunden haben, zu spülen. Und ja, so sieht's aus. Ne? Also es ist super, wenn man im Winter campen geht, da hat man auch ein bisschen immer die Arschkarte gezogen. Ein bisschen. So, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Wir hatten ja den Plan, an der Ostküste ein bisschen lang zu fahren und uns das ein bisschen anzuschauen. Aber schaut selbst. Das Wetter spielt nicht so ganz mit, es regnet die ganze Zeit, deswegen müssen wir ein bisschen umplanen. Aber das kommt im nächsten Video. Also bis bald. Tschüss.